Der 7. Oktober 2018 war der Termin für die Jahresabschlusstour des Mercedes-Benz-Veteranen-Club von Deutschland, Regionalclub Krefeld, zum Karosseriewerk Rappold in Wülfrath. Diplom-Ingenieur Ingo Rappold stellt das Unternehmen vor. Heute am Sonntag erwarten wir den Mercedes-Veteranen-Club aus Krefeld und es werden ungefähr 50 Gäste erscheinen. Wie viele Autos das sind, schätzungsweise vielleicht 20, 25, die Hälfte, weil ja in der Regel Autos mit 2 Personen bestückt werden. Und der Veteranenclub interessiert sich natürlich für die Produktion, was wir hier fertigen, was wir hier machen. Und wir sind seit einigen Jahren zertifizierter Oldtimer-Restaurationsclub. Und deswegen kommen die Leute hierher, um vor allen Dingen die derzeitigen qualitativ hochwertigen Fahrzeuge, die wir hier restaurieren, zu besichtigen. Unsere Firma existiert seit 1948. Die wurde von meinem Vater Eugen Rappold gegründet. Und wir haben im Laufe der Jahre immer wieder Fahrzeuge restauriert, aber außerdem ein ganz weites Programm gehabt in der Fertigung von Sonderkarosserien. Wir haben im Prinzip auf allen Gebieten gearbeitet, was heute in dem Maße nicht mehr möglich ist, aus dem einfachen Grunde, weil man sich spezialisieren muss. Wir haben uns also spezialisiert auf die Restauration von Oldtimern, von Karawanen, von Bestattungswagen und haben dadurch natürlich jetzt ein engeres Programm. Die Fahrzeuge, die Oldtimer, die wir zurzeit restaurieren, sind ein Mercedes 540K, Spezialroadster, außerdem einen Rennwagen, AFM-Rennwagen aus dem Jahr 1950, von dem wir noch über sämtliche Zeichnungen verfügen, das Fahrzeug quasi neu zu bauen. Wir haben Zeichnungen, die zeigen die Karosseriekonstruktion, die Rahmenkonstruktion, Vorderachse und Hinterachse sowie die Pedalerie. Alles ist noch original vorhanden. Und von Alex von Falkenhausen, AFM. Das Fahrzeug ist zum Beispiel, der Rennwagen, den wir jetzt zurzeit bauen, ist zum Beispiel fast fertig. Genauso der 540K, der steht auch kurz vor dem Ende, sodass man heute schon komplette Karosserien sehen und erkennen kann. Kleinigkeiten, Details sind natürlich noch offen und da brauchen wir also noch zusätzliche Ersatzteile, die natürlich sehr, sehr schwer zu beschaffen sind. Hier ist auch unsere Pfiffigkeit vielleicht gefragt, an diese Teile heranzukommen, die vielleicht nachträglich zu fertigen und dann die Fahrzeuge dazu komplettieren. Ich hoffe, dass die Gäste, die heute kommen, sich an unseren Fahrzeugen erfreuen und dass sie viel Spaß haben, so schöne Sachen hier sehen zu können. Unsere Firma ist auch dafür bekannt, dass sie qualitativ gute Arbeit leistet. So brauchen wir uns nicht zu scheuen, diese Fahrzeuge heute den Kunden, den Gästen zu zeigen. Ich wünsche den Gästen für heute einen schönen, angenehmen und erfolgreichen Tag. Nach der Begrüßung der Gäste durch Ingo Rappold überreichte Bernhard Bawitzki vom MVC Krefeld ein Gastgeschenk. Die Leistung ist also wirklich hoch anzuerkennen. Wir überreichen als kleines Dankeschön und unsere Wertschätzung, dass wir heute hier eure Gäste sein dürfen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich über Ihr Kommen erstmal. Für uns ist es auch eine Ehre. Vor allem, wenn Interesse da ist für unsere Arbeit, da freuen wir uns natürlich auch drüber. Ja, Dankeschön. Das gehört alle zusammen. Das kann man vielleicht noch alles tun. Wenn Sie möchten, können Sie das wieder da rein tun. Ja, mache ich gerne, ja. Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Bernhard Bawitzki. Ich bin Mitglied im MVC Krefeld. Ich war vor Jahren mal Vorsitzender in diesem Verein, mittlerweile nicht mehr, helfe aber immer noch gerne mit, wenn es darum geht, Ausfahrten und Events zu gestalten. Wir sind jetzt heute hier bei der Firma Rappold. Der Kontakt kam durch unseren Clubfreund André Strucken zustande, der hier ein Auto hat versiegeln lassen. Und wir haben dann gedacht, hier könnten wir doch gut einmal eine Ausfahrt hinmachen, von Krefeld bis nach hier. Es ist ja nicht ganz so weit.
Und das haben wir dann gemacht. Wir sind hier bei der Firma Rappold sehr, sehr herzlich empfangen worden. Und heute sind wir hier mit über 20 historischen Fahrzeugen. Der MVC hat ja Mitglieder. Diese Mitglieder haben Autos, die sehr alt sind, teilweise Vorkriegsfahrzeuge sind. Und die Fahrzeuge müssen natürlich immer wieder mal bewegt werden. Und dazu machen wir eben kleinere Ausfahrten oder auch größere Ausfahrten. Und unsere Abschlussfahrt, Saisonabschlussfahrt heißt es ganz genau, die führt uns eben heute hier nach Mettmann. Und bei herrlichem Wetter, nachher geht es noch weiter. Wir werden noch zum Mittagessen fahren und dann der Abschluss wird im Neandertal-Museum stattfinden. Also an der Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die Firma Rappold. Und wer Interesse hat, kann gerne sich mal melden beim MVC oder MVC Krefeld. Findet man im Internet mit Sicherheit. Dankeschön. Eine Werksbesichtigung war Bestandteil des Programms. Wir lackieren selbst, ja, selbstverständlich, wir lackieren selbst. Wir haben auch Probleme, zum Beispiel hier mit dem Halter. Wir brauchen auf der linken Seite brauchen wir noch einen Halter. Den haben wir hier scannen lassen und gespiegelt. Und wir haben jetzt aus Kunststoff haben wir schon ein Muster bekommen. Und hier wird er im 3D-Druck, wird soeben gerade im Moment dieser hier gefertigt, auch aus Aluminiumguss. Wir haben das spezifische Gewicht ermittelt. Wir wissen halt, dass es Aluminium-Magnesium ist. Und was der Geld, dann brauchen wir schon noch. Ja, wir arbeiten nicht kontinuierlich, weil wir nicht die Zeit dafür haben. Wir müssen sehen, dass das laufen ist, dass das auch erledigt wird. Der hat nur in dieser AFM. Du kannst aber den Grund, der wichtig ist. Das Know-how geht verloren und insofern bin ich froh, dass wir bei Blech geblieben sind. Und was wir eben noch an Blecharbeiten hier in der Neufertigung machen, wir haben zum Beispiel, das ist jetzt ein älteres Fahrzeug, aber hier vorne im Showroom haben Sie ja gesehen, auch ein neueres gesehen. Wir verblechen diese ganze Seite hier neu, da sind ja normalerweise Schiebetüren eingebaut. Die Schiebetüren sind jetzt hier im Viersacktransport, da wird eine Hydraulikanlage eingebaut. Wir machen auch Achtsacktransport. Zum Mittagessen treffen sich die MVC-Mitglieder im Stadtwaldhaus in Mettmann. Nee, nee, nee.